Hallo und herzlich willkommen zurück zu wieder einer anständigen Framerate. Ja, kaum hat der Zwerg die Wand oder die Tür weggerissen, schoss die Framerate wieder hoch in eine anständige, ja, anständigen Grad, der auch spielbar ist. Tut mir leid wegen letztes Mal. Ja, es war eine Katastrophe. Und ich werde die Buffalos jetzt da erstmal lassen. In der Hoffnung, dass das jetzt noch eine Zeit lang hält. In der Hoffnung. Wobei ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher bin, was jetzt da passiert alles. Weil die Buffalos werden ja jetzt einen danach dann nach der Reihe dazu nach unten gebracht. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass einige von den Zwergen, die jetzt zum Beispiel Animal Caretaker haben, sich jetzt natürlich dazu genötigt fühlen, den Tieren was in den Hals zu stopfen. Was ich für sinnvoll halte. Daher würde ich mal, glaube ich, jemanden mal darauf hinsetzen und sagen, ey du machst wirklich nichts anderes den ganzen Tag, als den Viechern was in den Hals stopfen. Mehr machst du nicht mehr. Animal Caretaking. Wo haben wir es denn da stehen? Oder war das unser Trainer? Hunter. Animal Training, Animal Care, da haben wir es ja. Gut, das ist dein einziger Job. Sorg dafür, dass die Viecher was zum Trinken haben. Sorg dafür, dass die Viecher was zum Fressen haben. So, mal schauen. So, was ist in der letzten Zeit jetzt hier so alles passiert? Es ist auf jeden Fall schon mal dieser Raum fertig geworden. Es ist eine Brücke fertig geworden. Es ist ein Baum entfernt worden. Und das geht jetzt hier so langsam in die Richtung zu dem, dass es fertig wird. Das ist schön. So soll es sein. So soll es bleiben. Gut. Dann kümmern wir uns darum, dass schon mal der erste Hebel gelinkt wird. Und zwar zu der Bridge. Dann können wir nämlich theoretisch schon dicht machen. Und rein theoretisch könnte man sogar einen Testlauf machen, wenn dann die Decke ist. Die braucht aber noch. Sehe ich gerade. Die braucht noch ein ganzes Stück. Holy damn. Die braucht noch eine halbe Ewigkeit. Aber gut, ich klecker da am besten jetzt auch nicht dran rum. Und sag halt einfach, gut. Kann man da... Box Selection, genau hier. Ich mache jetzt hier einfach komplett. Das soll jetzt so sein. Das ist jetzt dicht. Egal, ob da jetzt schon Boden drunter ist oder nicht. So, das wird jetzt eine kurze Zeit lang dauern, bis er alles gefunden hat. So. Dann ist da garantiert eine Decke drauf. Wir dürfen aber nicht unvorsichtig sein. Hier unten. So hier. Ist ja immer noch was offen, theoretisch. Das dürfen wir nicht vergessen. Sagte er und tat es. Naja, wir kennen ja unsere beziehungsweise meine Kapazität, sich so an solche Dinge zu erinnern. Ne? Besonders elegant. Aber gut, jetzt lassen wir es wieder so ein bisschen vor sich hin dröseln. Der Kassian hier. Moment, Mikrofon richtig hinstellen. So. Die Kasernen hier scheinen langsam gegen Completation zu werden. Naja, ist schön. Braucht aber immer noch allgemein ziemlich viel Zeit hier. Ja, die sind hier noch eine Weile beschäftigt. Gut, die Framerate dürfte jetzt da nicht unbedingt hilfreich sein. Wobei 20 ist besser als 4. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe noch nicht mal direkt ein Problem davon, wenn relativ viele Water Buffalo Cows jetzt mir da hingerafft werden. Kann nur gut für die Framerate sein, wenn die nicht berechnet werden müssen. Naja. Wobei wir könnten hier unten bei den Kühen ja auch mal endlich was dezimieren oder allgemein bei diesen Viechern hier unten. Es sind so viele. By the way, was sind das hier eigentlich? Das sind Yaks, okay. Keine Water Buffalo.
Wie sieht's hier unten eigentlich mit der Bewässerung von der Zwischenebene hier aus? Moment, da unsuspenden wir das mal. Und dann schauen wir, ob er wieder jemand schreit. Und sagt, ey, geht nicht. Glaub ich nicht. Glaub ich denn nicht. Irgendwann, es tut jemand was, was schon mal schön ist. Hier sind auch zwei Leute, aber was die vorhaben, bin nicht ganz verständlich. Ah genau, wir hatten ja noch unten einer, der einen Strange Mood hatte. Was ist mit dem? Der ist noch unterwegs. Okay. Der ist noch unterwegs. Der sammelt jetzt von überall in der Festung das ganze Zeug ein. Der ist eine ganze Weile unterwegs, mein lieber Herr Gesangsverein. Wie geht's mit Tom Badur? Mit seinem Cheese? Den müssen wir ja noch so pushen, ne? Er ist jetzt immer noch ein Novice Cheesemaker. Aber mal schauen, wie gut sein Käse dann doch wird. Es sind auf jeden Fall schon einige Leute mit Mechanismen unterwegs, was ich schön und gut heißen kann. Gut, dann können wir das hier auch gleich machen. Mhm. Können wir das auch gleich in Auftrag geben. So ist schön und so ist gut. So soll es sein. So soll es bleiben. Nö. Sorry, wenn ihr draußen vor dem Fenster was hört. Das sind nämlich gerade immer wieder im Autos am Herumfahren. Aber ich kann die Wohnung einfach nicht mehr das Fenster zulassen. Wir haben 32 Grad in der Bude. Es ist scheiße warm. Mein Rechner läuft auf Volldampf. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Klimaanlage. Ich bin ein Kältetechniker und habe keine Klimaanlage. Wisst ihr, wie mich das aufregt, die Ironie? Ich habe mir jetzt ja schon überlegt, ich weiß ja, dass aus meinem Wasserhahn Wasser mit ziemlich genau 10 Grad rauskommt. Und naja, 10 minus 32 sind 22 Grad. Differenztemperatur ist ein schönes Delta T, um Energie rauszuholen. Und Wasser ist ein gutes Kältemittel. Probieren wir es mal, ne? Aber dazu habe ich das Zeug gerade nicht da. Und da muss ich erst schauen, was wir da so machen können. Im schlimmsten Fall muss ich meinen alten Chef fragen, ey, du hast so eine alte, hast du so einen alten Verflüssigungssatz, wo ich mir den Kondensator klauen kann mit Lüfter und dran, was der Lüfter sollte funktionieren. Wenn geht. Na, dann schließe ich das an meinem Wasserhahn an. Mach dann das Wasser ein bisschen auf, muss nicht voller Dampf sein. Und dann habe ich hier ein bisschen Kühlung herin. Naja, aber gut, das müssen wir erst noch gucken. Vor allem, was mache ich mit dem ganzen Abwasser? Also, Abwasser im weitesten Sinne. Das ist bloß durch den Kupferrohr gegangen. Ja. Hm. Ein Mandat ist zu Ende. Seine Ringe brauchen noch und es scheint sein Mandat gewesen zu sein vom Major. Das ist schön. Und die Zwerge füllen schon mal die ganzen Fallen. Das ist gut. By the way, wie sieht's mit den Fallen hier oben aus? Sie sind fertig. Gut. Dann machen wir das wie folgt. Die Jungs, die hier Wache stehen, machen jetzt erst einmal eine Pause. Die machen jetzt erstmal Pause, weil die ganze Zeit schon auf Wache standen und denen das jetzt irgendwann mal auf den Sack gehen muss. Was tun die jetzt hier eigentlich? No job. Okay, passt. Das ist wurscht. Die machen jetzt hier auf jeden Fall Pause. Und was nehmen wir denn für Alternativgruppe? Eine Gruppe von Militaristen, die halbwegs was kann. Nahkämpfer. Es sind auf jeden Fall Wrestler hier, die Mindful Labors. Heißt das, die haben noch keine Waffen? Moment mal kurz. Das hier ist der Raum der Mountain Enchanters. Okay, das sind die Fernkämpfer. Die Mindful Labors, wo sind die eigentlich jetzt momentan stationiert? Hier wahrscheinlich, ja? Nee, das sind die Mindful Labors. Habt ihr Waffen im Inventar? Eine Battle Axe? Grievous, das klingt nicht gut. Hammer, okay, ein Silver Warhammer. Das ist eine gute Waffe, Silver Warhammer. Und der hat
Tatsächlich nix. Das ist doof. Du hast eine Bronze-Mace. Du hast auch keine Waffe. Gut, das sind hauptsächlich Nahkämpfer im Sinne von Wrestler. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, dann müssen wir unbedingt was dagegen tun. Erstmal schauen, was haben wir denn groß an Materialien da? Billion und Silver. Gut, dann können wir mal ein paar Silver Warhammer wieder machen. Silver Warhammers. Dann machen wir mal 15 Stück von. Die Priority sollte relativ hoch sein. Da habe ich nämlich jetzt keine Lust, dass das irgendwie lange braucht. T-Max Priority. So, und dann werden die dann auch gleich gemacht. Bei Rüstung haften, also Kupferrüstung haben wir jetzt einfach genug. Haben wir eigentlich schon wieder genug zum Verkaufen sogar. Hm. So, hier. Wir haben sogar Eisenzeug über. Das kann ja fast gar nicht sein, ne? Hm. Und die Smoother machen hier nur halben Job. Was soll der Blödsinn? Nee. Nee. Na gut, die Wohnungen hier scheinen jetzt auch langsam sich der Fertigstellung zu neigen. Aber es flacken überall noch Steine rum. Die Brücke braucht noch Jahre, bis sie fertig ist. Ja. Es wird einfach und wird nicht fertig. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, auch mit dem Statuenraum, das wird einfach nicht fertig. Was wir nennen den Statuenraum Lutz. Oh Mann. Ja, es wird einfach nicht fertig. Oder wir könnten ihn halt einfach Münchner Flughafen nennen. Ah. Ja, nicht Münchner, Berliner Flughafen. Wobei der Münchner sieht auch nicht viel besser aus. Ah, der ist zwar fertig, aber naja. Du weißt halt, ne? Ist immer noch nicht pralle. Okay. Haben wir hier irgendwas Neues auf der Karte? Haben wir Prey? No Prey. Damn it. Dang it! Jetzt, wo die Fallen eigentlich in place wären, ne? Dann machen sie schlapp. Und kommen nicht mehr vorbei. So Mist. Mist. Der Framerate ist hier wieder so geil. Oh Mann. By the way, wie ist das eigentlich mit dem Metal Stance jetzt geworden? So, schauen wir mal nach. Metal Stance, genau, das war das hier. Haben wir da schon irgendwas gemacht? Adamantit Stance, da haben wir es ja tatsächlich. Das ist eine bis jetzt gemacht worden. Okay, was dann suspenden wir das hier einfach mal und sagen, die Adamantit Stance, da dürft ihr ruhig mal ein bisschen was machen. Ah, und da ist auch schon der Clover, der holt sie jetzt gerade. Ja. Das war ja fast wie geplant, ne? Super. Dann schauen wir mal, was er für eine Construction macht. Macht wahrscheinlich ein schönes Kleid. Wird sich Tumlo drum freuen. He likes dress well, ne? Oder she, ne? Wenn man halt jetzt so den... Wenn man jetzt betrachtet, dass ja der Charakter, den Tumlo darstellt, hier ein Weibchen ist in dem Fall. Mal schauen. Ob es ihr gefällt oder ob es irgendwas in der Richtung überhaupt ist. By the way, wie geht's eigentlich dir selber? Hast du ein paar nette Klamotten an? Schuhe, brauchst du mal wieder neue? Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, das ist ein Test. Okay, Cloak ist bei dir auch noch. Gloves. Handschuhe brauchst du auch mal wieder gescheite. Kann ich verstehen. Dann, was sieht's mit den Proficiency aus? Genau, das ist ja bloß Jewelry. Du bist mittlerweile sogar kompetent in dem, was du tust. Wow. Oh, jo.
da bist ein, hast ein paar ganz schöne Steinchen gemacht. Scheint den Leuten zu gefallen, ne? Genau, machen wir es nur noch. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, welchen Stein macht Tumble jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit? Habe ich gerade natürlich nicht erlesen, ne? Ich glaube, das war der hier, der gelbe. Dann in Frost Furniture. Und das machst du jetzt auch mal eine ganze Zeit lang, weil zumindest das ganze Zeug, was Tumble gemacht haben, auch tatsächlich verarbeitet werden. Mal schauen. Und diese Smell Trees, die sind hier auch. Das wird Jahre dauern. Naja. So. Es dröhnt und bröhnt hier so herum. By the way, wie geht's jetzt eigentlich hier mit dem Ding voran? Ha! Okay, Moment. Halt, stopp, Herr Mordheim. Wir machen jetzt hier Forbid to Passage. Das heißt, hier soll keiner mehr durch. Gucken nochmal nach, ob alles dicht ist. Und machen jetzt hier mal den Hebel auf. Pull Leather. Und das do it now. So, und dann... Oh. Tumlu! Schon wieder am Mosern. Was ist denn los? Unwieldes Crossbow Screevers ist kein Problem. Das wird jetzt so schnell nicht in der Gegend herumwandern. So, und da ist auch schon jemand unterwegs und zieht den Hebel. Und dann können wir hier mal diese ganze Ebene fluten, damit da ein bisschen Pilze und so weiter anwachsen. Und dann können da schon mal unsere Buffalos und den ganzen Schafzeug hier in der Nähe schon mal grasen. Na, komm schon, geh auf. Super. Und mit einem schönen Druck pfeift das hier raus. Die Tür ist zum Glück wasserdicht. Zwerge können das. Das muss eine Friction-Dichtung sein. Mal schauen, wie lange das gut geht. Oder ob wir hier nicht in irgendwie so ein Aquädukt mit einbauen. Oder eher ein Aquifier, wenn wir schon in Drafortis bleiben wollen. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich sowas sehe, muss ich an die römischen Abwasserkanäle denken. Es gibt in Rom selbst ein Klärwerk von den Zeiten der alten Römer. Der Name ist göttlich. Cloaca Maxima. Großer Scheiß. Ah, herrlich. Ja, die Römer hatten schon, Humor. Manchmal mit ihren Namen. Oder zumindest unabsichtlichen Humor auf jeden Fall. Ah, das ist so gut. So, dann wird das Ganze jetzt hier ein bisschen sich auffüllen. Ich finde es ja interessant, dass Wasser weniger, also diese ganzen Fluid Simulation Zeugsel, dass das weniger Ressourcen frisst als eine Handvoll Bullen. Also hier im Sinne von Viechern, ne? Und das ist halt, naja, interessant, wie wohl der Algorithmus dafür läuft. Ah, oh, Mann. Aber ich bin schon viel zu viel wieder in meinem Thema drin. Programmieren und den ganzen Scheiß. Ne? Ich weiß ja gar nicht. Gibt's bei euch eigentlich welche, die da irgendwie zuschauen und irgendwelche Interessen in diesen Richtungen haben? Naja. Meine Programmierskills sind sowieso begrenzt. Ne? Bin nicht besonders gut in dem, was ich tue. Zumindest nach meiner Meinung. Und dann, ich find's immer wieder ganz schön, so. Was zur Hölle? Ghostly Trader? Ach so, das sind welche von denen. By the way, wie sind eigentlich die Tombs, die schon, die Slabs sind, die schon gemacht wurden? Die scheinen schon fertig zu sein. Es scheint dem so. Gut, dann lasse ich das jetzt erstmal kurz mal alleine. 5 Minuten. Gut, hier ist auch nichts irgendwie Tod und Verderben mäßig. Gut, dann kümmere ich mich jetzt mal kurz um das Engravement von den Slabs, damit die memorialized werden. Engrave Memorial Slab. Engraved. 2 slabs engraved. Slab engraved. No slabs. Not memorized. Ghost. Not memorized.
Not memorized. Not memorized, no slaps, okay. Moment, halt, stopp, ich habe da gerade was gelesen. Achso, okay. Ich dachte schon, Mute ist nicht memorized. Okay, dann gehen wir mal nach ganz oben, wo die ganzen Gräber stehen, und stellen mal da ein paar Memorial Slabs auf. Okay, wo haben wir es denn? Na, wo ist es denn? Oder gilt das als Burial Place? Coffins. Ne, das sind alles nur Coffins. Flatgate von Stunden. Vertical Bars sind nicht wichtig. Channels, Weapons, Statues, Slabs, da haben wir es ja. Halt, stopp, ist das jetzt nur ein. Ist das ein unbeschriebenes Slab? Muss ich hier aufpassen. B. Slabs. Wo haben wir es denn? Da war es. Wo steht's? Da steht's. Und wir brauchen spezielle Slabs. Nicht irgendwer. Ja, hier, ne? Okay, 2. Sind also nah für welche Leute? Hier ist wieder so ein Slab für Mute. Ich mache das jetzt hier ganz einfach mal. Aber das ist ein Flatgate, kein Slab. Ich mache das jetzt einfach mal blind, wer das ist, weil ich kann das sowieso gerade nicht lesen. Und mache jetzt einfach mal alles, was so engraved ist. Platziere ich jetzt erst einmal in Reporters. Reagierst du? Okay, das war jetzt gerade weird. Warum geht das nicht mehr? Na egal. So, wir platzieren jetzt hier einfach mal. Wie viel haben wir da eigentlich noch? Oder sind noch ein paar? Mach jetzt erstmal so eine Rundum Memory. Erinnern uns einfach mal ganz grob an alle. Wer ist das so alles möglicherweise vor uns gegangen ist? Manche mehr, manche weniger. Frage des Zufalls. So, 3. Und das dürfte jetzt der letzte sein. Das dürfte jetzt Itz gewesen sein. Ne, Itz ist noch am Leben, glaube ich, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht. Haben wir sonst noch mehr? Ja, doch, hier noch. Gut. Müssen wir noch einen Platz für die neuen finden? Da müssen wir jetzt noch ein paar machen. Oh, it's completed. I've made an amazing artifact. Ein Rock hat er gemacht. Das wird Tumlu gefallen. Ein Rock, das wird Tumlu gefallen. Dann schauen wir mal, wie gut ist denn der Röckchen? Boah, fast 15.000. Schaut schön aus. Kann man noch irgendwelche Beschreibungen dazu haben? Description ist V nicht die. Okay. It's a pigtail short. A short pigtail skirt. Oh. Zeigt Beine. All craftsmanship of the highest quality. It's decorated with hungry head bones. Interessant. Interessante Wahl. Es hat so einen leichten Goth-Style. It is made from pigtail cloth. The thread is midnight blue. Okay, Midnight Blue ist auch eine interessante Farbe. Es hat wirklich so gothic-artige Sachen. Goth-Sachen, der Unterschied. Blue with a dimble dye. Okay, es wurde so gefärbt. Wow. This object is a board with a ring of the Olivin. Grün, blau. Also dunkles Blau ist, glaube ich, Midnight Blue. Olivin and menaces with bikes of Pigtail. Pigtail Leopardenleder. Wie darf ich mir das vorstellen? Das klingt jetzt eigentlich schon fast unanständig. Es hat Spikes, es hat Leopardenleder und hat. Oh, geil. Tumlu, du wirst heiß drin aussehen. Oh, herrlich. Ist eine Native Gold Statue. A Native Gold Statue von Dragon Hungry Head. More in Ignited Codex. Quartzid. Das ist Gothic. Also, das ist Goth Style. Oh, Mann. Oh, das müsste man eigentlich mal so Cosplay. Ne? Oh, geil. Tumlu in so einem Gothic Rock. In Leopardenleder. Oh, geil. Oh Mann, ich schmeiß mich aus dem Fenster.
Jetzt darf ich aber natürlich nicht vergessen, dass hier da oben noch Wasser läuft. Ne? Ich hab die Badewanne vergessen auszulassen. Ja. Okay. Das scheint hier dann soweit alles zu sein. Oh, geil. Ah, Ruhe, Handy. Ich bin hier beschäftigt. Na gut, wobei eigentlich auch nicht so lang. Wir haben ja letzten Part, haben wir ein bisschen früher Feierabend gemacht, ne? Ah, das hänge ich jetzt hinten dran. Ich mach mal heute insgesamt ein bisschen 10 Minuten länger als Ausgleich für den letzten Part. Tut mir leid wegen nochmal, ne? Und so weiter. Das dürfte jetzt dann so, dürfte aber gut gehen. Gut pleasen, ne? So, die oben scheinen ja relativ fertig zu sein mit den ganzen Mauern gedönst hier, so bis auf den einen hier, da wurde noch so ein bisschen vor sich hin oxidiert. Keiner so wirklich Lust hat, das zu tun. Na. Gut. So, das hier scheint ja alles soweit gut zu laufen mittlerweile. Wie sieht's jetzt eigentlich mit der Opferung aus? Wasch, das ist ja Part 99. Die Opferung machen wir Part 100. Ja, machen wir das. Machen wir die Opferung Part 100. Das wäre so ein schönes Blood for the Blood God auf 100. Part. Ich glaube, das hat was. Das machen wir. Ja, das ist gut. Das heißt, wir wissen, was wir im nächsten Part tun. Und wir wissen auch, was dann sowas noch alles passieren wird. Wo noch alles Blut und was noch alles memorialized werden muss. Ah, schön. Sind die eigentlich schon am Schleppen? Nee, sind die nicht wirklich. Nicht wirklich. So. Unser Water Buffalo Gedöns hat alle noch. Die haben alle noch recht Hunger. Fressen einfach nicht. Yes, Moment, ich mache jetzt mal kurz Handy aus. Das kann jetzt nicht sein. So, Ruhe. 3-4 Jets auf einmal. Nö. Jetzt ist Ruhe. So. Dann, wir müssen jetzt erstmal kurz ein bisschen planen, damit ich nämlich jetzt für den 100. Part auch tatsächlich noch das Hirn beieinander habe, was ich alles zu tun habe. Also, wir machen am Part 100 die Opferung. Wir machen am Part 100 noch dieses, das Becken hier oben noch zu, beziehungsweise das ganze Wassergedöns hier mal ein bisschen absickern lassen. Das muss aber noch eine Zeit lang laufen, weil wir sind jetzt vielleicht bei einem Drittel. Das muss nämlich da wirklich alles voll sein mit Schlamm. Weil sonst funktioniert es nicht so, wie wir vorhaben. Wobei ich das mittlerweile auch bezweifle, dass das schnell genug geht. Aber ihr seht schon, das wird nicht irgendwie. Das versickert schneller im Boden, als man gucken kann. Naja, aber gut, wir sehen es dann. Wir sehen das dann im entsprechenden Part. Ich hoffe nur, dass hier noch genug Wasser für den ganzen Kram ist. Ich vermute mal ja. Also, theoretisch müsste es locker sein. Aber durch die Sache, dass es hier schnell versickert und so weiter. Und dass wir hier... Ich weiß nicht, ich glaube, wir wären eine Pumpe zusätzlich vielleicht gar nicht so schlecht. Möglich, dass das sinnvoll ist. Da kümmern wir uns auch dann so die nächsten Parts darum. Das heißt also, Pumpe, Opferung und dicht machen. Je nachdem, was jetzt da nach unten ist. Dann müssten wir Part 100 uns dann oder schon mal herrichten für das Fangen der Monster, also für die Forgotten Beasts. Sie sind noch nicht da, aber es ist jetzt mittlerweile die Falle gestellt und es ist auch mittlerweile alles soweit gut. Dann schauen wir uns das noch an, wie das dann läuft. Aber gut. Haben wir sonst noch irgendetwas? Wenn das ist, schreien, ne? Mhm. Nee, du, da geht's nicht voran. Mach das lieber nicht. Ist nass. Magst du sicherlich nicht. Gut, auf jeden Fall erholt sich ein Stor. Das Wasser pritschelt weiter hier herunter. Naja, mal sehen. Im Notfall bauen wir halt eben noch einen Durchgang in die andere Seite. Damit das hier auch noch tatsächlich befüllt ist. Na gut, sehen wir ja dann alles. Was haben wir dann noch zu tun? Ich glaube, das war's dann großteilig. Der Clother ist hier fleißig am Clothen. By the way, haben wir nicht gerade noch einen zweiten Legendary Clother dazu bekommen? Stonecrafter Wafer. Der ist dann ein Legendary Wafer geworden und kein Clother. Oder ist der jetzt scheiße gut geworden?
Grant. Aha, okay, das ist ein... Wie heißt der denn? Siebreck Adas. Siebreck Adas. Mhm. Dann machen wir für den zweiten Clother-Workshop erstmal hin. P. Suchen Sieb... Nee, nee. Siebreck Adas. Genau hier, Mann. Gut, das ist jetzt deiner. Da geben wir dir jetzt auch mal kurz den Auftrag, einfach mal ein paar Sachen zu clothen. Dann Cloak, Toga, Vests, Trousers, Hoodies, Caps, Mittens, Socks, Schuhe. Mhm, gerade für Tumlo. Der braucht wieder neue. Gut, dann ist das in Auftrag gegeben. Ich weiß, was ich in den nächsten paar zu tun habe. Und ich hoffe, es wird euch soweit gefallen. Es wird euch gefallen und es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Blood for the Blood God. Für die Gott.